Wenn du selbstständig bist und deinen Firmenwagen wechseln möchtest, dann gibt es ein paar Dinge, die du beachten solltest. Du möchtest dir ein neues Auto anschaffen? Herzlichen Glückwunsch! Ich weiß, wie toll es ist, sich unterschiedliche Autos anzuschauen, Probe zu fahren und so weiter. Was du als Selbstständiger aber nicht vernachlässigen solltest, ist das ganze Thema Steuern. Und zwar gibt es genau zwei Möglichkeiten, wie du die privaten Fahrten deines Firmen-Kfz versteuern kannst. Und zwar erstens die 1%-Methode, die ist einfacher, aber meistens auch deutlich teurer, oder die Fahrtenbuchmethode. Die ist günstiger, aber leider aufwendiger, weil du dieses blöde Ding normalerweise führen musst. Aber du kannst auch das elektronische Fahrtenbuch von Wimka verwenden. Das elektronische Fahrtenbuch macht dieses Ding vollkommen überflüssig und führt sich quasi wie von allein. Das heißt, sobald du das Auto bewegst, werden die Fahrten mitgetrackt. Und später kannst du dann über die mobile App oder über die Browser-Version einfach die Fahrten kategorisieren, den Zweck angeben und so weiter. Das heißt, mit Wimka ist das Fahrtenbuch nicht nur günstiger, sondern tatsächlich auch einfacher. Klick mal unten in den ersten Link in der Videobeschreibung und teste Wimka kostenlos. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video aufgenommen, wo ich Schritt für Schritt den Prozess der Firmenwagenanschaffung durchgesprochen habe. Zumindest aus steuerlicher Perspektive. Dieses Video verlinke ich dir einmal oben rechts. Und das ist für dich, wenn du ja einen neuen Firmenwagen kaufst, natürlich auch relevant. Deswegen schau dir das Video auch unbedingt einmal an. Es gibt aber auch ein paar Besonderheiten, die immer dann relevant sind, wenn du vorher schon einen Firmenwagen besessen hast. Und das wollen wir uns jetzt etwas genauer anschauen. Und der größte und offensichtlichste Unterschied ist, du hast halt vorher schon einen Firmenwagen. Bei der erstmaligen Anschaffung hast du das Ganze nicht. Wenn du aber deinen Firmenwagen einfach nur auswechseln möchtest, also du möchtest jetzt einfach ein neues Auto kaufen und das alte verkaufen oder zurückgeben, dann musst du das, also das Abgeben, ja auch irgendwie steuerlich, buchhalterisch berücksichtigen. Und die wichtigste Unterscheidung ist hier jetzt erst einmal, wo genau hältst du eigentlich dieses Auto? Ist das Auto Teil deines Privatvermögens oder ist das Auto Teil deines Betriebsvermögens? Das hat nämlich gerade im Verkaufszeitpunkt einen riesengroßen Unterschied. Weil wenn du ein Auto verkaufst, was du im Privatvermögen hältst, dann ist der Veräußerungserlös tatsächlich für dich steuerfrei. Also du zahlst keine Einkommensteuer, du zahlst keine Gewerbesteuer und du zahlst keine Umsatzsteuer, weil es ein privates Auto ist. Das kannst du dir jetzt natürlich nicht frei aussuchen, wenn du das Auto in der Anschaffung tatsächlich schon als Firmenwagen angeschafft hast, also wenn du das Auto dem Betriebsvermögen zugeordnet hast. Aber da du betriebliche Fahrten deines privaten Kfz als Leistungseinlage, quasi als Betriebsausgabe in der Einnahmenüberschussrechnung berücksichtigen kannst, also unterm Strich, du kannst deine Steuerlast reduzieren, indem du dein privates Auto auch beruflich benutzt. Unter dem Gesichtspunkt kann es tatsächlich Sinn ergeben, sich strategisch das Auto privat zu kaufen, weil du im Verkaufsfall tatsächlich keine Steuern bezahlen musst. Das ist jetzt an dieser Stelle des Wechsels natürlich erstmal egal, weil du hast das Auto entweder vor Jahren privat gekauft oder betrieblich gekauft. Privat ist wie gesagt steuerfrei. Wenn das Auto aber im Betriebsvermögen ist, also Teil deiner Selbstständigkeit ist, im Anlagevermögen steht, dann ist der Verkauf tatsächlich steuerpflichtig. Weil es ist jetzt ja folgendermaßen. Du hast ein Auto irgendwann mal angeschafft, dann schreibst du dieses Auto ab, meistens über 6 Jahre, und dann verkaufst du es irgendwann. Dann ist tatsächlich der Verkaufspreis eine Betriebseinnahme, der deinen Umsatz erhöht, der damit deinen Gewinn erhöht und damit tatsächlich dann auch letztendlich deine Steuern erhöht. Und das Ganze gilt für die Umsatzsteuer, also du musst Umsatzsteuer auf diesen Verkauf ausweisen. Das Ganze erhöht den Gewinn für die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer. Du hast auf der Gegenseite ja aber auch die Anschaffungskosten dauerhaft als Betriebsausgabe berücksichtigt. Und zwar die Anschaffungskosten im Rahmen der jährlichen Abschreibung, und zwar über 6 Jahre verteilt. Wie das genau funktioniert, schauen wir uns am besten mal anhand eines Beispiels an. Und zwar gehen wir mal davon aus, dass ich vor 3 Jahren ein Auto gekauft habe für 50.000 Euro. Netto, ganz, ganz wichtig. Damals habe ich einen Vorsteuerabzug gehabt, das heißt tatsächlich habe ich 59.500 Euro bezahlt. Ich habe aber 9.500 Euro in der Umsatzsteuervoranmeldung geltend gemacht und dann habe ich 9.500 Euro quasi vom Finanzamt zurückbekommen. Netto habe ich also 50.000 Euro für das Auto gekauft und diese 50.000 Euro habe ich in meiner Buchhaltung berücksichtigt. Und zwar schreibe ich diese 50.000 Euro jetzt über 6 Jahre ab. Und jetzt nach zufälligerweise genau 3 Jahren möchte ich dieses Auto verkaufen. Das heißt, ich habe 25.000 Euro von diesen 50.000 Euro schon im Rahmen der Abschreibungen in meiner Buchhaltung berücksichtigt. Und jetzt steht dieses Auto in meinem Anlagevermögen mit einem Wert von 25.000 Euro. Und dieses Auto möchte ich jetzt verkaufen, um mir gleich anschließend ein neues zu kaufen. Und zwar bekomme ich für dieses Auto jetzt noch 30.000 Euro. Und diese 30.000 Euro sind für mich steuerpflichtige Betriebseinnahmen. Das heißt, diese 30.000 Euro erhöhen tatsächlich meinen Umsatz. Und sie sind auch umsatzsteuerpflichtig. Das heißt, dem Käufer stelle ich dann eine Rechnung über 30.000 Euro
Euro plus 19% Umsatzsteuer sind 35.700 Euro. Und dann melde ich das Ganze natürlich im Rahmen meiner Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt an und muss die 5.700 Euro Umsatzsteuer einfach im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung an das Finanzamt abführen. Es verbleiben jetzt also netto Betriebseinnahmen in Höhe von 30.000 Euro. Und die trage ich bei mir in der Buchhaltung ein. Am Ende in der Einnahmenüberschussrechnung landet das dann in dem Feld Veräußerung oder Entnahme von Anlagevermögen. 30.000 Euro Verkauf des Firmen-Kfz. Und das allein wäre jetzt an dieser Stelle übrigens wahnsinnig ungerecht, weil ich muss 30.000 Euro versteuern, ich hatte irgendwann mal 50.000 Euro Kosten. Und diese 50.000 Euro Kosten konnte ich ja absetzen im Rahmen der Abschreibung. Das heißt, die sind bei mir in der Einnahmenüberschussrechnung gelandet hier bei Absetzung für Abnutzung. Aber davon habe ich ja erst die Hälfte aufgebraucht. Das heißt, ich habe ja von den 50.000 Euro erst 25.000 Euro im Rahmen der Abschreibungen ja steuerlich wirksam gemacht. Und wenn ich jetzt die 30.000 Euro versteuern muss, dann wäre das für sich genommen ja irgendwie wahnsinnig ungerecht. Und was man in einer solchen Situation macht, ist, man bucht den Restbuchwert, also den Restwert, den dieses Auto noch in der Buchhaltung hat, den bucht man jetzt aus als Betriebsausgabe. Das landet dann in der Einnahmenüberschussrechnung hier bei den weiteren Angaben beim Restbuchwert der ausgeschiedenen Anlagegüter. Und hier an dieser Stelle setzt du den Restbuchwert, also den Buchwert des Autos auf 0. In meinem Beispiel sind das ja 25.000 Euro, weil 50.000 Euro Anschaffungskosten, jetzt über die letzten 3 Jahre verteilt 25.000 Euro Abschreibungen und jetzt verkaufe ich dieses Auto ja für 30.000 Euro und habe das jetzt aber irgendwie ja noch in meinem Anlagevermögen stehen. Und da nehme ich jetzt zum Zeitpunkt der Veräußerung die 25.000 Euro raus aus der Buchhaltung. Das heißt, die habe ich in dem Verkaufszeitpunkt sofort als Betriebsausgabe hier stehen. Das heißt, für mich steuerlich tatsächlich wirksam sind denn die 30.000 Euro Umsatzerlöse minus die 25.000 Euro, ja, Abgang, Restbuchwert, die buche ich quasi aus. Und dann ist der tatsächliche Gewinn, den ich versteuern muss, 30.000 Euro minus 25.000 Euro, 5.000 Euro. Und diese 5.000 Euro muss ich dann tatsächlich auch versteuern. Die sind dann aber auch wiederum fair, weil das ist tatsächlich das, was ich an Mehrwert mit diesem Auto gemacht habe. Ja, das Ganze müsste ich privat nicht versteuern, aber im betrieblichen Kontext, wo alles steuerlich wirksam ist, ist das, denke ich, vertretbar. Was bei der Berechnung viel, viel einfacher wird, ist natürlich, wenn das Auto vollständig abgeschrieben ist. Also wenn du ein Auto besessen hast, 6 Jahre lang, ist es komplett abgeschrieben, dann verkaufst du das Auto für 10.000 Euro und hast gar keinen Restbuchwert mehr, dann erhöhst du einfach deinen Umsatz um 10.000 Euro und auf der Kostenseite hast du nichts. Das heißt, dann würdest du 10.000 Euro einfach zusätzlich versteuern müssen. Und damit haben wir tatsächlich das alte Auto buchhalterisch und steuerlich komplett abgeschlossen. Das heißt, jetzt hast du das alte Auto verkauft oder verschenkt oder entnommen. Alles wird steuerlich exakt gleich bewertet. Und jetzt geht's in die Neuanschaffung des neuen Autos. Und dazu habe ich, wie schon gesagt, schon ein vertiefendes Video aufgenommen. Das wäre jetzt also der Zeitpunkt, wo du dir dieses Video anschauen kannst. Ich verlinke es dir auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Es gibt aber noch so 3 Gedankengänge, die ich dir im Zeitpunkt des Wechsels noch einmal mit auf den Weg geben möchte, weil jetzt hast du ein paar Möglichkeiten, steuerlich gestaltend tätig zu werden. Und der erste Gedankengang ist jetzt die Entscheidung, möchtest du dein Auto wirklich als Firmenwagen anschaffen? Weil du könntest das nächste Auto ja auch im Privatvermögen halten. Dann hättest du unter Umständen beim nächsten Verkauf den Vorteil, dass du den Verkaufserlös privat generierst. Der zweite Gedankengang, den ich dir mal so als Impuls mitgeben möchte, ist die Möglichkeit, wie du mit Investitionen Steuern sparen kannst. Du als Selbstständiger hast nämlich fantastische Möglichkeiten, steuergestaltend tätig zu werden bei Investitionen. Und da gibt es 2 Begriffe, die du kennen solltest. Das erste ist der Investitionsabzugsbetrag. Mit dem Investitionsabzugsbetrag kannst du 50% des Wertes von Investitionen schon vor der eigentlichen Investition steuerlich berücksichtigen. Also auf gut Deutsch, du kannst heute schon Dinge abschreiben, die du erst nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder sogar in 3 Jahren anschaffen möchtest. Und das ist wahnsinnig spannend. Wenn du zum Beispiel in diesem Jahr, also im Jahr 2024, ein Auto anschaffen möchtest, kannst du tatsächlich schon 50% der Abschreibungsbeträge im Jahr 2023 berücksichtigen. Auch dazu findest du ein vertiefendes Video einmal unten in der Videobeschreibung. On top auf den Investitionsabzugsbetrag gibt es noch eine Sonderabschreibung. Und diese Sonderabschreibung geht bis zu 40%. Das heißt, bis zu 40% kannst du zum Beispiel im Jahr der Anschaffung nochmal, wie der Name sagt, Sonderabschreiben. Das gilt dann natürlich nur auf die verbleibenden 50%. Also wenn du 50% schon über den IAB in der Buchhaltung berücksichtigst, dann bleiben hier nur noch 50%. Und von den verbleibenden 50% könntest du dann nochmal 40% über die Sonderabschreibung auch
sofort als Betriebsausgabe berücksichtigen. Das heißt, in Kombination hättest du 50% IAB, 20% Sonderabschreibung, wären 70% in dem Jahr der Anschaffung und davor, die du steuerlich berücksichtigen kannst. Und das sind natürlich, wenn es um Autos geht, wahnsinnig hohe Beträge, die das Ganze steuerlich wahnsinnig attraktiv macht. Bei beiden Dingen aber der ganz wichtige Hinweis, das kannst du nur machen, wenn du das Auto im Jahr der Anschaffung und im Jahr danach fast ausschließlich betrieblich nutzt. Fast ausschließlich heißt zu mehr als 90%. Und das musst du natürlich auch nachweisen können. Das heißt, in den Fällen solltest du ein Fahrtenbuch führen, wo du nachweist, dass du dieses Auto wirklich zu mehr als 90% verwendest im Jahr der Anschaffung und im Jahr danach. Und dann kannst du tatsächlich den IAB und die Sonderabschreibung wählen. Zu beiden Gestaltungsmöglichkeiten findest du unten in der Videobeschreibung vertiefendes Video. Und dann gibt es noch einen dritten Gedankengang, auf den ich dich aufmerksam machen möchte, zum Zeitpunkt des Firmenwagenwechsels. Und zwar ist es die Versteuerungsmethode der privaten Fahrten. Und da ist ja die Möglichkeit, die 1%-Methode zu wählen oder die Fahrtenbuchmethode. Auch dazu findest du vertiefende Videos unten in der Videobeschreibung. Und es kann ja sein, dass du in den letzten Jahren beispielsweise die 1%-Methode gewählt hast. Und jetzt ändern sich ja die ganzen Parameter deines Autos. Das heißt, die Anschaffungskosten sind andere, der Bruttolistenpreis ist ein anderer, die Unterhaltskosten sind unter Umständen andere. Und das führt unter Umständen dann dazu, dass bei deinem neuen Auto die Fahrtenbuchmethode günstiger ist oder die 1%-Methode. Das heißt, du solltest das Ganze auf jeden Fall einmal für dich überprüfen. Normalerweise kannst du die Versteuerungsmethode immer nur zum 1. Januar wechseln. Also du musst dich immer für ein ganzes Kalenderjahr verpflichten, eine bestimmte Versteuerungsmethode zu wählen. Außer du kaufst dir ein neues Auto. Beim Firmenwagenwechsel hast du die Möglichkeit, die Versteuerungsmethode zu wechseln. Und das ist deswegen der Grund, warum du dich jetzt hier an dieser Stelle auf jeden Fall mit diesem ganzen Thema einmal beschäftigen solltest. Dazu gibt es übrigens einen ganz netten Vergleichsrechner, den verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung. Der kommt von Wimka und Wimka ist ja auch Sponsor dieses Videos. Wimka hat ein elektronisches Fahrtenbuch, was quasi ja, das Fahrtenbuch automatisch mitführt. Also du steigst ins Auto ein, hast einen kleinen Stecker im Auto und dann trackt er die ganzen einzelnen Fahrten mit. Das ist meiner persönlichen Meinung die einfachste Art und Weise, sein Fahrtenbuch zu führen. Und wenn bei dem Rechner jetzt für dich rauskommt, dass für dein neues Auto das Fahrtenbuch das günstigste ist, dann schau dir unbedingt mal das Angebot von Wimka an. Du kannst dich da auch melden und die berechnen dir den steuerlichen Vorteil. Meiner Meinung nach ist das die bequemste Art und Weise, ja, ein Fahrtenbuch zu führen. Und wenn du zu dem ganzen Thema noch Fragen hast, also Firmenwagenversteuerung, Anschaffung privat oder beruflich, steuerliche Berücksichtigung und so weiter, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne weiterzuhelfen. Und wenn du sagst, Wimka sieht eigentlich ganz nett aus, dann klick mal unten in der Videobeschreibung den ersten Link oder du klickst einfach direkt hier oder du schaust einfach direkt eins der weiteren Videos auf diesem Kanal an, zum Beispiel das hier oder das hier.